Mein Name ist Nick Huber. Wir bauen seit über 20 Jahren Gitarren. Also wir wollen immer die bestmögliche, bessere Gitarre bauen. Und aktuell bauen wir zwischen 20 und 25 Gitarren im Monat. Wir haben drei Korpusformen. Auf diesen drei Korpusformen basieren 9 Modelle. Wir haben eine ellenlange Optionsliste. Wir hören auch gerne auf Sonderwünsche. Also wenn ich weiß, das Stück Holz ist lange genug bei mir, hat die richtige Holzfeuchte, bis zum fertigen Instrument 8 bis 12 Wochen. Ich habe 8 Angestellte. Was wir jetzt als nächsten Schritt machen wollen, um auch unseren Teil eines Beitrags zu leisten, wir werden ausbilden. Unsere Kunden würde ich so in 2 Lager teilen. Zum einen haben wir den Musiker, der das bestmögliche Werkzeug zum Musikmachen sucht. Namen im Rockbereich, Bands, die wir selber sehr gut finden, also von den Foo Fighters, Beatsteaks, den Kuddel von den Toten Hosen. Zum anderen haben wir natürlich auch Kunden, die dazu noch auf kosmetische Aufwertungen stehen. Also ich habe Kunden, die einfach diese Gitarren an die Wand hängen, wie ein Gemälde. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also dadurch, dass natürlich die Gitarre bei uns von A bis Z in unseren Räumen gebaut wird, ist natürlich verdammt viel Made in Hesse da dran. Also abgesehen von Badesalz spielen auch die Rodger Monotones Krautster. Und ich würde sagen, Badesalz und die Rodger Monotones ist doch Hesse pur.